circa 55.000 Kilometer Knicks. Sie prägen das Landschaftsbild in weiten Teilen Schleswig-Holsteins. Knicks, auch Wallhecken genannt, verbinden Biotope und Naturgebiete, schützen das Land vor Wind und Erosion und bieten Pflanzen und Tieren im waldarmen Schleswig-Holstein einen überaus wertvollen Lebensraum. Die großflächige Anlage von Wallhecken geht zurück auf eine Verordnung des Dänenkönigs Christian VII. Von 1767. Fortan wurde jedem Bauern eigener Grund und Boden zugewiesen, den dieser ausdrücklich mit Wall und lebendem Pattwerk, das heißt Setzlingen, einzukoppeln und zu pflegen hatte. Was damals vor über 250 Jahren seinen Anfang nahm, wird auch heute noch praktiziert. Landwirt Heiner Staggen erklärt, was hier zu tun ist. Wir wollen heute den Knick hier abnehmen. Der ist seit 11 Jahren nicht auf dem Stock gesetzt. Und es ist ein bunter Knick mit vielen verschiedenen Gehölzen. Und wir würden gleich einmal lang gehen und uns die Überhälter ansehen, die wir kennzeichnen, dass die stehen bleiben und dann schön scharf unten abnehmen und das Buschholz dann für die Hackschnitzelbereitung auf dem Knickwall liegen lassen, damit das durchtrocknen kann. Okay. Bis in die 70er Jahre wurde alles per Hand mit Axt, Beil oder Säge erledigt. Heute besorgt das ein moderner Bagger mit einer Knickschere. Danach werden die abgeschnittenen Stümpfe mit der Motorsäge schräg nachgeschnitten, etwa eine Handbreit über dem Boden. Ja, wir sehen hier sehr gut den schrägen Schnitt, dass Regenwasser und Schnee nicht auf dem Pflanzenteller stehen bleibt und dort mit Pilze eindringen können. Und damit wir einen sehr schnellen Wiederausschlag haben und der Knick wieder dicht wird. Und die abgesägten Holzstücke sind sehr gefragt bei Kaminholzbesitzern. Besonders im Zeitraum 1950 bis 1970 verschwanden viele Knicks im Zuge der aufkommenden modernen Landwirtschaft. Heute ist man um Wiedergutmachung bemüht und legt neue Knicks an. Zunächst wird die Oberseite des Walls gemäht. Dann kommt ein Bohrer zum Einsatz, um das Pflanzen der Setzlinge zu erleichtern. Eingesetzt werden, jeweils in Doppelreihe, unter anderem Weiden, Schlehen, Buchen oder wie hier eine Esche. Das ist eine Esche hier aus der Landschaft. Damit die jungen Pflanzen nicht von Reh, Rot- oder Dammwild verbissen werden, muss der entstehende Knick für etwa 10 Jahre eingezäunt bleiben. Hier ein mustergültig angelegter Knick, der im Rahmen eines vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund ausgeschriebenen Wettbewerbs um den besten Knick im Lande prämiert wurde. Heiner Staggen, Gewinner des Wettbewerbs und deshalb vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, dem Umweltminister sowie dem Landesnaturschutzbeauftragten Holger Gerd zum Knickbotschafter Schleswig-Holsteins ernannt, berät heute eine Gruppe von Landfrauen. Ich bedanke mich für das Interesse, heute bei uns hier an den Knicks einmal so ein bisschen Einblick sich verschaffen zu wollen. Wir befinden uns hier an einem typischen Knick auf unserem Betrieb, so wie er vorherrscht. In dieser Region gerade eben mit den typischen Gehölzen. Das ist die Hasel und die Hainbuche, die hier sind. Das kann 20 Kilometer südlicher ganz anders aussehen. Da sind ganz andere Gehölze, die auch langsamer wachsen.
Und es sind ja eben in die andere Richtung auch wieder andere Gehölze. Je nachdem, was typisch ist, was vorherrscht in der Region. Und die Zweige seinerzeit von den gepflanzten Knickgehölzen, die wurden miteinander verflochten, waagerecht, wurden gebogen, also abgeknickt. Und daher kam das Wort Knick, weil ich die Gehölze knicke, die wachsen dann waagerecht und das macht ein ziemliches Dickicht. Ja, so ein lebendiger Zaun. Ne? Was ich nochmal zum Knick sagen will, hier an dieser Stelle, alle 40 bis 60 Meter soll ein Überhälter sein. Ein Überhälter ist, der ja über alles überweg hält und die ganze Knicklandschaft ein bisschen auflockert. Und wenn man hier mal so rumguckt, es sind überall welche, der verschiedenste Art. Ich sage nur, dass hier an dieser Knickachse ja das Getier unwahrscheinlich. Die besondere Bedeutung der Knicks für Natur und Umwelt erlangte 2023 eine besondere Würdigung, als die UNESCO der traditionellen Knickpflege den Status immaterielles Kulturerbe verlieh. Ein maßgeblicher Verdienst und Erfolg des Heimatbundes Schleswig-Holstein unter Mitwirkung des Umweltministeriums. Etwa 85 Knicktypen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gehölze und Sträucher wachsen je nach Bodenbeschaffenheit und Lichtverhältnissen auf den oft schon vor langer Zeit angelegten Erdwällen. Hier der Weißdorn mit seinen roten Beeren. Zum Verwechseln ähnlich die Früchte der Hundsrose. Der Holunder- oder Fliederbeerstrauch. Seine Früchte sind essbar, aber erst nach dem Abkochen. Für Vögel eine wichtige Nahrungsquelle, doch für den Menschen giftig, die Beeren des Faulbaums. Die Schlehe, auch Schwarzdorn genannt, ist ein sehr anspruchsloser Strauch und kommt deshalb fast auf jedem Knick vor. Die Früchte sind sehr gesund, doch essen sollte man sie ohne den Kern und am besten erst um die Weihnachtszeit, wenn sie wirklich reif sind. Zusammen mit den geknickten Gehölzen halfen Brombeersträucher im 18. Jahrhundert, die verkoppelten Landstücke der Bauern durch den so entstandenen undurchdringlichen Zaun abzusichern. Heute wie damals werden Brombeeren als leckere und sehr gesunde Früchte geschätzt. Auch zahlreiche Tierarten, darunter besonders Insekten, ernähren sich von den Blättern, Blüten oder Beeren der Pflanze. Hier der Admiral, der es auf den süßen Saft der Beeren abgesehen hat. Kaum ein anderer Strauch hatte für den Menschen eine derart wichtige Bedeutung wie die Haselnuss. Von der Eisenzeit bis ins 20. Jahrhundert leisteten die energiereichen Früchte einen entscheidenden Beitrag für die Ernährung der oft hungernden Bevölkerung. Doch auch für die Tierwelt ist der Haselnussstrauch ein echtes Dorado. Der Haselblattroller hat sich ganz auf die Blätter des Strauches spezialisiert. Sie sind für ihn Nahrungsquelle und dienen gleichzeitig als Deponie für eine ausgeklügelte Art der Fortpflanzung. Im Inneren dieses wie zu einer Zigarre zusammengerollten Blattes hat das Käferweibchen zwei winzige Eier abgelegt. Darin entwickelt sich innerhalb von etwa 10 Tagen je eine Käferlarve. Und so sieht die Larve aus, etwa 2 Wochen nach dem Schlüpfen aus dem Ei. Sie wird sich mehrfach häuten und sich danach verpuppen. Erst im nächsten Frühjahr erscheint dann der frisch geschlüpfte Käfer auf den Blättern.
Insgesamt leben in den Knicks des Landes Schleswig-Holstein etwa 7000 Tierarten, die meisten von ihnen aus der Welt der kleinen Tiere, der Insekten. So auch dieser Haselnussbohrer. Anders als der Haselblattroller hat er es auf die noch unreife Haselnuss abgesehen. Er nutzt die Gelegenheit, solange die Schale noch nicht verholzt ist. Treffsicher legt er ein Ei in die Nuss. Die Larve wird sich bald von dem noch weichen Kern ernähren. In der dichten Bodenvegetation der Knicks ziehen viele Vogelarten ihre Jungen auf. Auch der Zilpzalp, der eigentlich aus dem Wald stammt. Wie den Zilpzalp findet man manchmal auch andere Waldbewohner im Knick, zum Beispiel den Dachs. Der ist gerade damit beschäftigt, trockenes Gras zu sammeln, für seinen Bau, den er vermutlich im Inneren des Erdwalls angelegt hat. Ende April, wenn die Sonne das liegengebliebene Totholz auf den Erdwällen erwärmt hat, zieht das manchmal Ringelnattern an. Der Duftspur des Weibchens sind drei Männchen gefolgt. Sie alle wollen sich mit dem Weibchen paaren. Auch Mäuse finden im Schutz der Vegetation und dem reichlichen Nahrungsangebot ideale Lebensbedingungen in Knicks. Hier die kleinste unter den Kleinen, die Zwergmaus, ein Vegetarier. Auch sie mag gerne Brombeeren. Kurz nach Sonnenuntergang schlägt die Stunde der nachtaktiven Knickbewohner. Besonders in Ostholstein hört man aus den Knicks von April bis Juni oft kilometerweit die Rufe eines nur 5 cm großen Frosches. Es ist ein Laubfrosch. Seine Artgenossen weiter unten sind schon ganz in Paarungsstimmung. Auch das Männchen im Knick kommt nun langsam in Fahrt. Die Haselmaus hat den ganzen Tag in ihrem Nest verschlafen. Nun hat sie Hunger. Wieder kommen Brombeeren ins Spiel, was zeigt, dass viele Tierarten von den Früchten profitieren. Wie schon ihr Name verrät, lieben Haselmäuse Haselnüsse. Kein Wunder. Mit ihrem hohen Fettgehalt sind sie für den kleinen Nager eine wahre Kalorienbombe. Doch bis er ein Loch in die harte Schale genagt hat, vergeht über eine Stunde. Wenn die Haselnüsse noch nicht reif sind, gibt es da auch noch das Geißblatt, eine Schlingpflanze, deren Blüten nachts einen süßen Duft verströmen. Ob für Haselmaus oder Zilpzalp, Käfer oder Schmetterlinge. Seit den Anfängen im 18. Jahrhundert haben sich unsere Knicks zu einem unentbehrlichen Lebens- und Rückzugsraum für viele Tier- und Pflanzenarten entwickelt. Und darüber hinaus zu einem Augenfang in unserer schleswig-holsteinischen Kulturlandschaft. Wir Menschen haben es in der Hand, diesen Schatz zu hüten und zu vermehren, damit aus 55.000 Kilometer Knicks wieder so viele werden wie in früheren Zeiten.